So, heute ist schon Donnerstag, der 14. Mai, und jetzt sind schon 2, 3 Tage hier vergangen. Gestern waren wir nicht auf der Baustelle, aber heute dafür nochmal, um den Fortschritt zu dokumentieren. Und tatsächlich sind die hier auf massives Gestein gestoßen, beziehungsweise auf eine durchgehende Platte. Das ist, glaube ich, im Endeffekt Sandstein, also gar nicht mal so massiv, aber halt eine Platte, die hier ganz flächig im Boden liegt. Und die musste tatsächlich abgemeißelt werden. Also man sieht das hier. Die Farbe unten in den unteren 80 cm, im unteren Meter ist ein bisschen anders. Und das musste hier alles mit so einem Hydraulikhammer weggemeißelt werden. Das macht das Ganze natürlich teurer. Das ist schlecht für den Geldbeutel und verzögert das auch ein bisschen. Aber so wie es aussieht, sind die jetzt hier fertig soweit. Das muss hier wahrscheinlich noch ganz ausgebaggert und abtransportiert werden. Aber das Loch schaut jetzt echt groß aus, ne? Und das könnte ein großes Swimmingpool werden, ne? Die Kleine schaut sich auch schon an, wo ihr Keller dann hinkommt nachher. Hier jetzt auch tatsächlich mal einige Nahaufnahmen vom Rand der Baugrube jeweils. Und man kann hier eben die verschiedenen Schichten sehen. Also da oben, das war halt noch die obere Schicht der Erde. Ich weiß nicht, ob das, was das hier für ein Material ist. Schaut sehr lehmig aus, aber ich bin da kein Experte. Und dann in dieser Schicht, die ist dann eben, hat einen Grauton, und das ist dann eben diese Gesteinsschicht. Man sieht auch hier eben die Spuren des Meiselarbeiten, die hier sich so noch erahnen lassen. Und das zieht sich quasi einmal um die ganze Baugrube herum.